herzlich willkommen. Da Halloween ansteht, habe ich diese kleinen Boxen gebastelt und heute starte ich mit der kleinen Mumie. Zuerst habe ich ein DIN A5 Papier in der Mitte geknickt und dann brauche ich das Wellenquadrat der Big Shot und schneide damit dieses Papier zu. Ich lege das Papier so an, dass der obere Bogen ausgespart wird. Das kann man jetzt leider hier im Video nicht ganz so gut sehen, aber nachher, wenn ich es durchgedreht habe, zeige ich es dir nochmal. Also hier siehst du, dass der obere Rand fehlt. Dann brauche ich meine Papierschneidemaschine, allerdings nur zum Falzen, denn ich falze jetzt nach jedem zweiten Bogen eine Linie, damit ich hinterher aus dieser Stanzform eine kleine Box falten kann. So, einmal rundum. Hier kannst du schön sehen, dass ich das in die Führungslinie einfach einlege und dann mit dem Falzbein lang streiche. Hier ist der Mittelknick und auch da muss ich noch rechts und links einmal falzen und zwar immer um einen Bogen versetzt. Das ist dann für die Rückseite meiner Box. So, und nun kann ich alle Falzlinien einfach knicken. Und dann muss ich natürlich noch ein paar Sachen einschneiden, damit ich daraus auch eine Box kleben kann. Hier zuerst am Rücken. Und dann für den Deckel bzw. das Unterteil, hier schneide ich immer einen Bogen aus, weil sich das dann einfach sauberer kleben lässt. So, jetzt muss ich kurz überlegen. Es ist schon ein bisschen her, dass ich die Box das letzte Mal gemacht habe, aber hier muss auch überall noch eingeschnitten werden. Und zwar immer bis zu der Falzlinie. So, und so sieht mein Teil dann aus. Und jetzt kann ich alles zusammenkleben. Ich benutze hier den Tombow, weil die ganze Box natürlich ein bisschen unter Zug steht und anderer Kleber sich manchmal dann löst. Aber mit dem Tombow hält das alles bombenfest. So, das ist dann jetzt die Unterseite meiner Box. Und dann müssen jetzt nur noch die beiden letzten Laschen geklebt werden und dann ist der Deckel der Box auch fertig. So, beim Schließen die Kanten schön über den Boden führen und dann ist die Box soweit fertig. Jetzt möchte ich natürlich noch die Mumie oben drauf haben. Dazu habe ich einfach ein Bogenpapier in Streifen gerissen. Und die Kanten habe ich dann mit Savanne und dem kleinen Schwämmchen gewischt, so dass man hinterher die Ränder auch gut erkennen kann, wenn ich die übereinander klebe. Ja, und dann müssen jetzt die Einzelteile natürlich zusammengeklebt werden. Ruhig auch etwas schief. Es soll halt hinterher aussehen, als wäre da eine Mullbinde drum gewickelt. Deswegen kommt es natürlich auch nicht ganz so genau darauf an, wie man die einzelnen Teile jetzt zusammenklebt. Na, so geht's wohl etwas besser. So, und noch die letzten Teile. Diese einzelnen Streifen habe ich jetzt etwas größer geschnitten, weil ich jetzt dann zum Schluss die Größe für meine Box zuschneide. Das Papier muss auf 6 cm mal 6 cm geschnitten werden, dann passt das ganz genau oben auf den Deckel. Mit den mehreren Lagen übereinander lässt sich das natürlich jetzt nicht ganz so einfach schneiden, aber mit Schere möchte ich ungern schneiden, weil ich dann immer doch etwas schief werde. So, einmal gucken, ob es passt, ja. Gut, und noch der untere Rand.
So einmal den Müll beiseite. So, gucken, wo der Deckel aufgeht. Ja, okay, sieht doch schon ein bisschen nach Mumie aus. Dann brauche ich natürlich noch zwei Augen. Da habe ich hier den Dreiviertelkreis benutzt. Für den Hintergrund natürlich in Weiß. Und den kleinen Kreis aus den Itty-Bitty-Formen benutze ich dann noch für die schwarzen Punkte. Na, schon mal gucken, wo ich das unterschiebe. Jetzt muss ich natürlich den Kleber noch wieder ein bisschen lösen. Da habe ich doch etwas zu ordentlich geklebt. So, jetzt lässt sich das Auge auch unterschieben. Und dann, wie gesagt, aus den Itty-Bitty-Formen noch der Kreis. Für die Box darf das Auge natürlich nicht ganz so groß sein. Die sind hier perfekt, finde ich. So, auf die mit Tombow aufkleben. Da muss ich jetzt natürlich sehr vorsichtig sein, sonst klebt gleich wieder alles an meinen Fingern. Ach, und jetzt habe ich ganz vergessen, dass ich das ja auch noch aufkleben muss. Naja gut, dann kann ich so nochmal nachdrücken. Und ob die Mumie jetzt schielen soll oder gerade guckt, kannst du natürlich dann alleine entscheiden. Jetzt klebe ich das Ganze noch auf. Vielleicht nicht mit Tombow. Ach, jetzt kleben natürlich die Reste hier am Kleber. Okay, ich hätte doch lieber den Tombow nehmen sollen. So, und nochmal gucken, wo vorne ist. Aufkleben. Und die Mumie ist fertig. Schön, dass du auch heute wieder dabei warst. Bis zum nächsten Mal.